Herzlich willkommen zurück, Leute. Wir spielen immer noch Deadlight und als Co-Moderatorin ist immer noch die Mautzipautz dabei. Hallöle. Part 2 beginnt jetzt. Die fiesen Unterwasser-Zombies warten auf uns. Mit Kiemen. Mal gucken hier, ob sie mir jetzt packen wollen. Nee, nee, steh nicht auf. Doch, stehen sie. Oh mein Gott. Oh, oh. Sind sie denn auch schneller als ich im Wasser? Irgendwie schon. Oh mein Gott. Randall, schneller. Oh Gott, sie laufen. Oh Scheiße. Ich kann nicht laufen. Kletter darüber, Randall. Das können die bestimmt nicht. Na, nicht ganz. Hahaha. Hart. Also, man hat schon so diese... so ein bisschen Schock ist schon dabei. Ja, Schock weniger? Ja, das war ja, also es war ja, glaube ich, 99,9% der Menschheit klar, dass die aufstehen werden. Es war aber einfach so, es ist halt echt geil gemacht, dass du am Anfang, denke ich jetzt mal, die Zombies greifen dich zwar an, aber eigentlich kannst du nicht sterben. Ich muss jetzt wirklich nur nach rechts hinterher darüber gehen, aber es ist halt cool gemacht. Es fängt halt trotzdem immer diese Bedrängnis ein, immer noch das Spiel, obwohl es ja zweidimensional ist. Hab Angst vor einem zweidimensionalen Spiel. Ah, es bricht ab. Nein. Nein, noch nicht jetzt. Doch, aha. Oh, ein Medizinkasten. Aber den werde ich ja bestimmt nicht brauchen. Mir geht's doch gar nicht gut. Die haben mich doch beim Runterfallen getroffen. Der soll sich mal heilen. Da stehen sie schon. Oh, da steht eine. Kann ich die schubsen? Und er will hier irgendwas aufheben, aber sagt mir nicht was. Hallo, Zombie. Okay, du kommst. Oh Gott. Und oh. Ich dachte jetzt, das wäre eine Tür, wo ich durchrennen muss. So, das wäre jetzt kacke gewesen. Schick. Ah, sieht schon echt cool aus. Die haben sich wirklich Mühe gegeben. Also, ich werde jetzt wahrscheinlich hier runterrutschen müssen und dann springen. Versuch's mal. Wow. Ach, das ging doch ganz gut. Ah, jetzt haben wir den berühmten Highway hier. Auch ein Klassiker im Zombie-Genre. Oh, da kommen sie schon. Ne, der hängt da fest. Komm, wir lachen ihn aus. Aber ich kann allein nicht hingehen. Ich würde ihm ja gerne helfen. Mister, geht's ihm gut? Ich kann leider nicht nach vorne kommen. Das ist für mich zweidimensional. Yeah! Wow! Also Randall ist schon... Springt einfach. Er ist schon sportlich, ne? Aber er kann nicht schwimmen. Nee. Ja, die Hölle auf Erden hier. Guck mal, da steht Deadlight. Ja, ist wie das Batman-Symbol. Irgendeiner produziert das da hinten an die Luft. Da sind die Zombies oben. Sieht man super. Ey, das ist doch klasse. Ich finde es jetzt schon total toll. Da sind überall Zombies hier auf dem Highway. Ja, ja, aber du siehst die oben so. Ja, aber die im Hintergrund, die kommen. Ja. Die oben, die stehen ja nur da. Guck mal, das ist der Safe Point. Hier über uns. Vielleicht springt ja einer. Spring nicht! Nee, er läuft einfach nur lang und sucht wen zum Essen. Ja, ich glaube, sein Gehirn ist sowieso schon so ein bisschen zermatscht. Ich rufe ihn. Vielleicht hört er mich. Er guckt sich um. Von wo kommt das? Hier irgendwo muss er sein. Wo ist er? Brain. Oh, oh, schnell weg. Es funktioniert wirklich echt sehr cool. Was ist das hier? Ein Stromkasten. Ah, die Regierungsflugbilder. Quarantäne. Gibt's nicht. Tja, ein Zaun. Spiel ist zu Ende? Nee. So, nein. Okay, du hast uns jetzt gezeigt, dass Randall sehr sportlich ist. Ja, ein paar Übungen. Da rutschen wir wieder in irgendeine... unter einer Brücke, sieht so aus. Oh! Geheim! Was ist denn daran? Gar nichts, war einfach nur fies. Aber cool, dass es vorher schwarz war, also man hat es nicht gesehen. Ja. Wenn ich drüber gelaufen bin, aber hat eigentlich gar nichts jetzt gebracht. Nur ein netter Effekt. Oder vielleicht kommt jetzt was. War doch klar. Aber was mache ich jetzt? Ich würde da runterspringen. Und wieder hoch. Ach Gott. Haben hinausgetrickst. Jetzt noch mal schön rufen. Ja, hatte ich auch vor. Das war ja wohl klar, dass er da rauskam. Oh, der hat hier gewohnt. Oh, das war ein Obdachloser mit seinem Einkaufswagen. Oh, die Sowjetunion ist im All.
Raumstation, das ist hier das wenigste Problem, würde ich sagen. Ich glaube, Zombies sind gerade wichtiger. Ich guck nochmal, ob er noch da ist. Da ist er. Guck mal, wie traurig er ist. Er guckt in die andere Richtung. Da muss ich ihn nochmal rufen. Essen! Chris nix. Schnell weg! So. Gibt es wieder einen neuen Status? Können wir wieder was lesen? Ja. Okay, Ruhe bitte. Vororte. Es ist nicht immer leicht, die Begegnung mit diesen Schatten zu überleben. Oh, Schatten heißen sie also. Doch zum Glück bin ich noch am Leben, aber tief in meinem Inneren habe ich Angst. Wo sind meine Mädels? Meine Frau Shannon, meine Tochter Lydia? Werde ich sie je wiedersehen? Ich muss meine Freunde und meine Familie finden. Ich muss es schaffen. Genau so. Sehr schön vorgetragen. Danke, danke. Eine Waffe. Oh nein, die muss ich nicht verspotten. Eine Axt ist auch klassisch für Zombies. Wow. Wie cool. Danke, oh, jetzt Kumpel. Muss man ja die Maus wieder benutzen, alles klar. Ah, da ist deine Ausdauer. Also Randall ist schon alt, ne? Ja. Das merkt man. Oh, guck mal, der Bus da oben ist aufgegangen, diese Tür. Glaube ich, wenn die nicht schon offen war. Aber sehr cool. Wo haben wir aufgeschlagen? Wir gehen lieber direkt oben lang. Ah, muss man ja sowieso. Hopp. Aber da unten ist einer. Ich will ja schon gerne mal draufhauen. Natürlich haben wir Zeit zum Ver... Zack. Bam, 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 bam. Und hier mit Anlauf. Noch einer. Oh nein, meine Ausdauer ist schon vorbei. Das war's mit Zombies töten. Oh, oh nein. Oh, die leben ja sogar noch. Ah, das war nicht gut. Randall, zieh dich hoch. Oh, kann ich nicht. Kopf ab. Another one bites the dust. Denn. Yes. Ach so, ich muss sie erst auf den Boden hauen und dann Vollgas. Ja, dann zeig mal, was du kannst. Ja, aber dafür brauchen wir mehr Ausdauer, der Gude. Die fiesen Zombies halten ein bisschen was aus. Geh auch noch zu Boden. So, und jetzt. Zack. Bam. Boah, gezweite halt. Haha, umgeschubst. Stirb. Bam. Okay, das war's. Er ist total am Ende jetzt. Ja, erstmal ein bisschen verschnaufen. Das ist die Raucherlunge. Was haben wir? 86, ne? Ja. 4. Juli 86. Hallo. Ich sollte eigentlich gar nicht so oft gegen Zombies kämpfen, weil es kostet wirklich schon viel Ausdauer. Aber hier werde ich jetzt wahrscheinlich... Da unten kann ich einen Schalter drücken. Dann geht bestimmt die Hebebühne runter. Na, du wirst wahrscheinlich das Auto runterlassen. Ja, mach du mal. Ich bin mal gespannt. Ich habe jetzt gerade wieder die Taste vergessen, wie ich Leitern kletter. Da kann ich jetzt leider nicht helfen. Du kannst ja mal die Zombies fragen. Mach Ruf mal. Jetzt weiß ich ja, wie es geht. Aber, ach so, hier bei Leitern kann man einfach... Oh nein, Beeilung, Beeilung, Beeilung. Komm ja, doch, komm doch. Ja, supi. Auto kommt. Oh, die War-Z-Taktik. Auf Autos kommen sie nicht. Das sind aber ganz schön viele. Das ist jetzt nicht so cool. Geht weg! Bam. Auf die Hand! Oh nein, irgendwas. Achso, nee, ich bin nur kaputt. Ich dachte, mich hat was. Tja. Okay, also ich werde einfach, denke ich, mal abhauen müssen. Ja. Aber noch einmal. Einmal so fett auf den Schädel. Bam. Können auch alle umfallen, das wäre einfacher. Bam. Oh nein, oh nein! Ach, weil er keine Ausdauer mehr hat. Oh, er ist umgefallen. Wenn du keine Ausdauer mehr hast, dann fängst du nämlich an zu sprinten. Ist ja auch mies. So, wo war der letzte Kontrollpunkt? Das ist mit dem Auto jetzt, ne? Gut. Ah, Gott sei Dank. Oh, das ist ja hier ganz nett gewesen. Das sind ja wahrscheinlich immer die einzelnen hier Bildabschnitte. Das Spiel speichert ja auch automatisch. Ja. Ne? Ziemlich großzügig gesetzt da die Kontrollpunkte, finde ich. So. Oh, da ist einer gespawnt. Um die Bretter zu zerbrechen, also da meint er die hier. Die Bretter. Ja, so. Ich muss ich ein bisschen triezen. Damn Storm. Verdammter Sturm. Oh, ich finde das ganz nett. Sehr beruhigend. Aber wer kommt jetzt? Oh, hallo? Oh. Ist da wer? Er ist müde. My mind is wandering. Oder ist er aber elegant reingesprungen?
Wir gucken erstmal hier, was wir klauen können. Verschwunden sein eines Tagebuchs, das ist immer noch dasselbe. Also es wäre jetzt wirklich nur das Tagebuch, was wir hätten lesen können. Aber wir lesen lieber immer dieses, den aktuellen, sag ich mal, Abschnitt. Hier ist was ausgelaufen. Oh, oh! Ah, oh. Nein! Mach mal! Ich kann sie nicht eintreten! Und du erzählst mir hier, es gibt keinen Schockeffekt. Bam! Das Problem ist, ich weiß nicht, wie ich sie eintreten kann, die Tür. Das ist jetzt wieder diese andere Taste. Sprinten ist es nicht. Ist eigentlich nur drücken. Aber auch das will er nicht machen. Das ist das Problem. Oh, oh. Ich glaube, der hat auch gar keine Ausdauer mehr. Nee, nee, gar nicht mehr. Es wäre diese das Spiel ist ja eigentlich für Konsole gemacht worden. Und das ist danach für PC. Und die Steuerung ist zwar okay von den Tasten her, aber sie sind unlogisch angeordnet. Also ich glaube, die Tür aufmachen müsste eigentlich ist. Yeah! Oh Gott! Oh Gott! Das wäre jetzt nicht so cool. Aber einer ist mir hinterhergesprungen. Aus Solidarität. Ja, das will ich hoffen. Also ich mache die Tür auf und dann rennen. Ich renne. Ich würde rennen. Wow! Oh. Lieber noch da drauf. Ja. Tschüss. Oh, wie sie alle runterfallen. Nochmal kurz gerufen. Das sah ja hübsch aus. Es ist also wieder dieses typische Limbo. Man muss einmal sterben, um die Falle zu sehen. Aber echt cool gemacht, dass sie da auf einmal bam von hinten kommen. Und du kannst ja auch nicht ausweichen. Du hast ja nur links und rechts. Ja, und die Ausdauer reicht nicht, um sie alle zu töten. Ja, ja. Und los! Yay! Auf dem Stacheldraht gelandet. Oh, super. Der Klassiker. Laufen! Hopp! Und hopp! Jawoll. Ui, 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 ui. Das. Natürlich! Und Randy! Randy! Er springt! Jawohl! Super! Der rollt hinter uns. Oh! Voll aus dem Fenster gekickt. Was hat der? Ein Ausweis. Gacy. J.W. Gacy. Mal schon mal ein. Okay, also darunter wollen wir natürlich nicht. Aber da wollen wir lang. Verdammte Scheißschatten. Wieso nennt er sie Schatten? Ich habe echt diese Taste vergessen, wie ich mich an Klippen festhalte. Jetzt gerade ein bisschen blöd, weil ich werde das kommt bestimmt noch mal wieder. Ich guck nochmal. Also ich hab, wenn ich, D ist ja klar, dann geht er. Eigentlich dachte ich, es ist C, aber da macht da nichts drauf. F ist verspotten. Bin ich aber schon mal froh. Ich kann auch einfach nach unten drücken. Oder so. Bin schon mal froh, dass ich nicht spielen muss. Dann wären wir wahrscheinlich schon 10-mal gestorben. Er hört da was. Ja. Was denn? Etwas Großes zu sagen. I don't understand, man. If he's already dead, why do we need to hang him? Power must be made visible. They should know that we're keeping watch on him. Who? Those things? No, I mean the survivors. Besides, what the hell do you care? Orders are orders. Come on, let's go get the next one. God! Waste of time. Hey, buddy. What lasts longer? Bricklayer's house or carpenter's house? I bet you $100 you can't solve it. Carpenters? Listen, when someone asks you something like that, you just answer, the toughest house is the grave diggers. All gravestones last forever. Till fucking doomsday. You asshole.
hätte er nicht wie jeder andere auch die Knarre fallen lassen können vor Angst? Das wäre doch zu einfach. Was macht man so in Horrorfilmen? Das ist aber kein Horrorfilm. Wir müssen hier überleben. Sollten die meisten Leute im Horrorfilm auch. Du bist alleine, ne? Aber du bist im Hintergrund, das ist ja fies. Komm in den Vordergrund. Was kann ich hier machen? Kann ich die ziehen? Oh, oh nein, er bearbeitet da was. Lass mich in Ruhe. Jetzt fall mal um. Fall doch mal um hier. So, okay. Und hinrichten. Jetzt nochmal gucken, was hier ist. Ich will nicht wissen, was du da gerade bei ihm geteilt hast. Ein blaues Taschentuch. Das neue Gesetz. Und die hängen alle zu hoch. Ja. Da ist doch noch irgendwas am Boden oder so. Ist eine schöne Halloween-Dekoration. Kann man sich mal überlegen. Bam, ich wollte ihn wegrennen, aber... Oh. Ah, da ist noch einer. Oh, einer ist gut. Dann mal lieber nach oben. Die haben Taschenlampenaugen. Die leuchten dunkel. Der Sturm wird auch schlimmer und es wird noch dunkler. Ah, das Gewitter im Hintergrund ist echt cool. Was Neues? Ah, wir haben was Neues. Ah, okay. Zufallstreffen. Anscheinend sind wir die einzigen Überlebenden in Seattle. Jedenfalls die einzigen normalen Überlebenden. Eine Gruppe, die sich das neue Gesetz nennt, will die Kontrolle über die Stadt übernehmen. Sie scheint noch gefährlicher zu sein als die Toten. Ich muss mich beeilen und meine Freunde und meine Familie finden. Okay. Das heißt, es gibt aber noch einen Status, weil es war eins von zwei. Okay. Also die Bretter da hinten, die kann ich kaputt schlagen. Dann muss ich einfach nur warten, bis alle da sind und mich dann beeilen am besten. Oder konnte ich die durchrennen? Nee, das war schlagen. Na, ich glaube, du musst dann deine Axt benutzen. Ach, du bist schon durch. Ich bin schon durch. Bam, 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 bam. So, ah ja, ein Krankenwagen war das. Yay. Und hier? Wird wahrscheinlich nicht gehen. Doch, da, du kannst da drunter krabbeln. Ah, ja, siehst gerade. Aber das wurde einem noch nicht gesagt, oder? Habe ich das verpasst? Nee, ich glaube nicht. Autsch. Ich glaube, krabbeln wurde mir noch nicht erklärt. Vielleicht kannst du da so durchsliden. Ich denke schon, dass es eine Crouch-Taste gibt, aber gesagt wurde es, glaube ich, nicht. Hier am Stromkasten oben kann ich jetzt auch nichts mehr machen. Also ich könnte jetzt sowieso nichts mehr machen können, außer halt da durchzugehen. Wollen wir mal schauen, dass wir da noch durchkommen. Viele Tasten gibt es ja wahrscheinlich nicht mehr. Oh, da kommen sie. Okay, da kommen sie schon. Krieg doch einfach, was hältst du davon? Okay, ich glaube, das gucke ich gleich in den Settings nach, aber von der Zeit passt das eh, den Part hier zu beenden. Ich würde mal sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Jupp. Alles klar, bis zum nächsten Mal, Leute. Bye.